Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon, die rote Edition mit mir, Dayev, und ich habe schon eine halbe Stunde aufgenommen, da ist mir die Konsole abgeschmiert. Ich spiele das Ganze auf dem Retron 5, der hat so eine 5-in-1 Konsole, rede ich mit dem? Eigentlich ist das unwichtig. Normalerweise rede ich mit dem, aber ich habe schon mit dem geredet. Ich war ein Dieb, doch nun bin ich ehrenhafter Trainer. Also das ist eine 5-in-1 Konsole, da kannst du Super Nintendo, Super Famicom, Famicom, NES, Mega Drive und Game Boy Color, Game Boy Advance Spiele drauf spielen. Zwar heißt es halt Retro 5, aber du kannst ein paar mehr Varianten, also halt wegen Game Boy. Es hat halt 5 Slots. Er hat 5 Slots, aber dadurch, dass du halt Game Boy Color, Game Boy Advance Spiele drauf spielen kannst, ist das eigentlich ein Retron 7, aber egal. Auf jeden Fall ist der abgeschmiert. Ist das gut, weil ich war gerade, also ich habe die Arena ziemlich schnell gemacht. In der, die wir gerade sind. Und dann bin ich gen Norden gesurft und habe da auch schon einige Trainer weggehauen. Und ich war eigentlich auch... ich habe so das Gefühl, das ganze LP tue ich nicht so wirklich mega interessantes erzählen, außer vielleicht die ersten paar Aufnahmen, die vor über einem Monat da... Aber so seit... Also ich habe privat ein bisschen Probleme momentan und so. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr so viel Interessantes erzähle außerhalb des Spieles. Und jetzt war ich da wirklich ein bisschen nostalgisch am Werden und war wirklich gut am Erzählen und so. Und dann schmiert einfach die Konsole ab. Ich ergebe mich. Übrigens, bei diesen Automaten da, hier, da kannst du eine Frage beantworten oder wenn du die richtig beantwortest, öffnet sich die Tür. Was aber auch die Tür macht, also die Tür öffnet sich auch, wenn man den Trainer hier besiegt. Was glaubst du, wie heiß der Feueratem eines Pokémon ist, werden kann? Ja, und da ich sowieso trainieren will und Trainer nicht unendlich gibt in dem Spiel, also Trainerkämpfe, sondern nur eine endliche Zahl an Trainerkämpfen existieren, hätte ich die gerne alle mitgenommen. Da ist mir egal, ob ich hier ein bisschen Zeit sparen kann. Ich hätte gern alle Trainerkämpfe mitgenommen. Deswegen sind mir diese Automaten, wo man eine Frage beantworten kann, sowas von egal. Es wäre schön. Das wäre halt ein Konzept für eine frühe Arena, wo man nicht so viel kämpfen will, also auch in einer komplett anderen Generation, weil hier macht das keinen Sinn. Wie gesagt, alle Trainerkämpfe sind endlich und man kann bei Trainerkämpfen viel besser leveln als wie bei wilden Pokémon. Deswegen macht es keinen Sinn, Trainerkämpfe zu ignorieren. Aber es wäre auch viel intelligenter, bei einer späteren, früheren Arena zu machen, um da ein paar Trainerkämpfe zu umgehen, als hier eine Arena, wo du erstens die Trainerkämpfe sowieso mitnehmen willst, weil es gibt nur so viele Trainerkämpfe. Oh, scheiße, sehr heiß. Und... warte, ich rede nochmal mit dem. Du hast keine Chance, ich bin Pokémon-Profi. Und, in letzter Zeit gab es sowieso so wenig Trainerkämpfe, deswegen möchte man die sowieso mitnehmen. Deswegen macht das hier keinen Sinn. Außerdem ist man in der letzten Arena so... Also in der vorletzten Arena ist das hier. Ist man so weit gelevelt, dass man, dass das hier nicht ein bürgerliches Problem ist. Deswegen macht auch das über... durch Quizfragen nicht irgendwie viel aus. Es wäre viel intelligenter gewesen. Okay, Hydro-Pumpe nehmen wir auf jeden Fall mit. Dafür lasse ich Biss fallen. Habe ich auch in der Aufnahme gemacht, die da einfach abgestürzt ist. Ja. Ich mache mal Blizzard auch. Ich sortiere das mal gerade um. Damit ich nicht aus Versehen Blizzard verlerne. Blizzard ist sehr wichtig. Aber ich hätte auch gerne noch Aurora-Strahl oder Eisstrahl später. Ich weiß nicht, ob das TMs sind. Surfer. Hydro-Pumpe mache ich auch mal unten hin. So.
Ich weiß nicht, ob das TMs sind, Aurora, Schall und Eisstrahl, aber hätte ich gern für Siegfried einfach später, für die Top 4. Okay, wo war ich stehen geblieben? Keine Ahnung. Ich habe so viele Sachen auf einmal erzählt, dass ich einfach durcheinander gekommen bin. Erstens hier das vorwiegend, dass ich Aurora-Strahl und so will, oder Eisstrahl. Dass hier das mit den Quizfragen und so. Naja, es wäre viel intelligenter gewesen, wenn man einen Trainer besiegen muss und die Quizfrage auch noch dazu beantworten muss. Wäre viel intelligenter gewesen als entweder oder. Weil ich kann mir vorstellen, nein, das war unprofessionell. Ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, ja, wird ja schneller, so eine Quizfrage zu beantworten und nehmen dann die Trainerkämpfe nicht mit. Ich setze mit Vorliebe Feuer-Pokémon ein. Aber es ist halt viel intelligenter, die Kämpfe mitzunehmen. Vor allem, wenn man Pyro besiegt hat, kann man hier, glaube ich, nicht mehr gegen die Trainer kämpfen. Oder sogar, wenn man die Frage beantwortet hat. Deswegen ist das sowas von unklug. Und Level 41 Bonita, meine Güte. Es ist sowas von unklug, die Fragen nicht zu beantworten. Also die Fragen zu beantworten, ist unklug. Sondern die Kämpfe mitzunehmen, das ist halt intelligenter. So, du bist brandgefährlich. Und dann war ich schon am Erzählen von wegen, dass die Konsole abgestürzt ist. Aber ich glaube, da war ich fertig am Erzählen. Ich weiß, warum Pyro ein Trainer geworden ist. Ich finde es immer komisch, wenn eine Konsole abstürzt. Ich meine, das ist jetzt so eine Third-Party-Konsole, die Spiele, die Cartridges abspielen kann. Also die ist von Hyperkin und die kann Cartridges abspielen von Konsolen, dessen... Scheiße, wie heißt das nochmal? Patent, wo dessen Patent abgelaufen ist. Nintendo hat nicht mehr das Patent dafür. Autsch. Für Super Nintendo? Ich glaube schon, aber nicht mehr das Patent für, oder? Ich glaube, sie haben noch das Patent fürs Design. Ich meine, viele Pokémon Arenen, doch diese mag ich am liebsten. Sie haben, glaube ich, noch das Patent für den Namen Super Nintendo und noch das Design vom Super Nintendo, aber aus technischer Sicht haben sie, glaube ich, das Patent einfach nicht erneuern lassen, weil wen interessiert's? Deswegen, aber jetzt hier der Retro 5, der ist jetzt nicht, der hat jetzt nicht die Technik nachgebaut von dem Super Nintendo, sondern das Super NT hat zum Beispiel ein Super Nintendo in sich, also hat die Technik nachgestellt, des Super Nintendos. Super NT ist auch eine Third-Party-Konsole, die Super Nintendo-Spiele abspielen kann. Aber der Retro 5 ist rein Software-Emulation und nicht Hardware-Emulation. Hardware-Emulation ist wirklich, wenn man die Hardware nachgebaut hat. Also Software-Emulation ist halt, wenn man Hardware hat, die nicht genau dieselbe ist, und aber dann das Spiel sagt, hey, ich schon dasselbe, mach mal. Otsch, du bist zu stark. Und das ist halt erlaubt, weil das Patent abgelaufen ist, darf man auch... jetzt nicht den Emulator an sich benutzen. Gegen Wasserkampfeuer nichts ausrichten. Ich glaube, Emulatoren darfst du immer benutzen. Nur du darfst halt keine Konsole bauen, die Super Nintendo-Spiele abspielt, solange das Patent nicht abgelaufen ist. Zum Beispiel läuft bald, oder ist schon, das Patent vom für den N64 läuft bald ab oder ist schon, ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es ja auch wieder Third-Party-Konsolen gibt. Und da freue ich mich so ein bisschen drauf. Eigentlich halt so, weil für den N64 gibt es, also... Ja, was soll man dazu sagen? Es gibt nicht viele RPGs für den N64. Und ich bin hier ein RPG-Kanal. Deswegen ist das ein bisschen uninteressant für mich. So allgemein bin ich auch kein großer Freund vom N64. Hauptsächlich wegen... Flammenwurf. Hauptsächlich wegen des Controllers, aber für den Kanal ist das halt total unnötig, wollte ich sagen, aber unsinnig ist, glaube ich, das bessere Wort, weil es gab
Handvoll, also wirklich eine Handvoll. Ich kann es an einer Hand abzählen, die RPGs. Ich habe verloren. Paper Mario, das habe ich schon gespielt. Hier auf dem Kanal. Ich gehe, glaube ich, noch mal zum Pokécenter, ja. Wegen den AP von Ultima. Also, Paper Mario haben wir schon Let's Played hier auf dem Kanal. Dann Quest 64, was gar nicht mal so gut sein soll, ist auch ein RPG. Und Ogriff 64 oder sowas, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Ich habe vergessen, wie es heißt. Das ist auch ein Taktik-RPG, also kein klassisches RPG. Sowas wie Final Fantasy Tactics. Das war's, glaube ich, schon. Mehr, also, außer du sagst, Pokémon Stadium ist auch ein RPG, was es nicht ist. Weil es hat keine Story, es hat nur Kämpfe. Und deine Pokémon können auch nicht richtig leveln in Pokémon Stadium, sondern. Pokémon können, glaube ich, nicht leveln in Pokémon Stadium, ne? Sondern. Ich weiß schon mal. Was nichts nützt, weil ich habe eben auch gespeichert, ein paar Mal. Und trotzdem, als es abgeschmiert ist, bin ich bei dem Speicherpunkt ausgekommen, wo ich die Aufnahme begonnen habe. Also von der letzten Session, der Speicherpunkt, bevor ich die Konsole heute angemacht habe, der Speicherpunkt. Also die Speicherpunkte, die ich zwischendurch gemacht habe, haben einfach nicht gezählt, weil sie wahrscheinlich nicht auf der SD-Karte noch gespeichert waren. Sondern die werden erst gespeichert, wenn die Konsole ausgeschaltet wird oder man das Spiel ausschaltet oder so. Haha, ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegestrommel meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest schon mal Feuerheiler parat halten. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, es gab, glaube ich, wirklich nur drei RPGs und Pokémon Stadium ist kein RPG für einen N64. Außer man... Nee. Man kann ja nicht mal leveln, also ganz ehrlich. Und die meisten Pokémon kann man sich ausleihen oder wenn man dieses Transfer-Pack hat, was glaube ich bei Pokémon Stadium dabei war, kannst du Pokémon aus der roten, blauen und glaube ich sogar aus der gelben Version halt tauschen. Beziehungsweise auf Pokémon Stadium drauf kopieren. Und dann hast du die da. Aber die leveln halt nicht. Und sind auch glaube ich gar nicht mal so gut wie die Ausleih-Pokémon, weil man da ein gewisses Level haben muss, um da wirklich was zu gewinnen. Ich rede jetzt dieser Story Part da, dieses Story Durchlauf, wo man alle Arenaleiter besiegen muss. Und die Top 4 dann, da muss man, glaube ich, da hat jeder Trainer, glaube ich, Level 50 oder so. Und wenn du halt, also du musst halt auch wirklich das Spiel am besten Pokémon Rot, Blau oder Gelb schon durchgespielt haben. Übrigens, ich habe den Arenaleiter besiegt. Du musst Rot, Gelb, Blau durchgespielt haben, um auf Stadium irgendwas reißen zu können. Mit seinem Pokémon. Mein Feuer ist erloschen. Du hast dir den Vulkanohren redlich verdient. Weil die Trainer-Pokémon immer dasselbe Level haben, so 50 Umdreh rum. Und es ist egal, was du für Pokémon hast. Haha! Der Vulkanohren steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Nimmst du sich dieses Geschenk? Oder Tem 38. Tem 38 Feuersturm. Feuer-Pokémon können diese Attacke erlernen. Glutex und Bonita sind dafür prädestiniert. Was ich so gar nicht erzählt habe in dieser Aufnahme jetzt, im Gegensatz zu der Aufnahme, die flöten gegangen ist, also beziehungsweise wo das Spiel abgestürzt ist, also die Konsole besser gesagt, und ich nicht weiterspielen konnte. Wäre es das Spiel gewesen, wäre kein Problem, dann hätte ich einfach ins Menü gehen können und das einfach neu starten können vom Retron 5. Nicht von Ultima, sondern hier Doro. Doro kriegt Feuersturm. Weil er hat sonst eh keine Attacken. Ich könnte es auch Ultima geben, aber ich gebe das lieber ihm hier.
Weil der ist auch gut gegen Eis-Pokémon, die wir später in der Top 4 haben werden. Oder. Los. Also wer mir das Spiel abgeschmiert. War ich denn noch drüber am Reden? Ja, ich glaube schon. Wer mir das Spiel abgeschmiert, hätte ich einfach den hier machen können. Und auf Reset hier unten drücken können, was ich jetzt nicht mache. Habe ich aber nicht machen können, weil das ganze Spiel, also das, die ganze Konsole abgeschmiert ist. Ich konnte gar nichts mehr machen, außer die Konsole neu starten. Oder aus und wieder anmachen, besser gesagt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie ein Bug vom Spiel, dass die ganze Konsole abspielen lässt. Dass ich quasi am selben Punkt bin und das wieder dann alles abstürzt. Das wäre sehr doof. Ich sollte nochmal zum Pokémon Center gehen, bevor ich weitermache. Was ich jetzt gar nicht erwähnt habe, ist ein paar Sachen, die ich in der letzten, also in der verlorenen Aufnahme, sag ich mal, die ich da erwähnt habe. Wie zum Beispiel, dass in dem Pokémon Anime Pyro ganz anders aussah. Der hatte, also hier hat er halt eine Glatze und einen Bart, also so Schnurrbart und eine Brille. Man hat ihn eben gesehen und halt so ein Laborkittel und so ein Zeug hat er an. Im Anime hat er ein Hawaii-Hemd an, hat eine Halbglatze, weder Schnurrbart noch Brille. Und ist ein netter alter Mann. Ich hatte halt immer in Erinnerung gehabt, dass der... ich lege übrigens ein paar Items ab, dass Pyro zum Team Rocket gehört. Das wurde hier in dem ganzen Spiel nicht gesagt. Wieso dachte ich das denn als Kind? Habe ich da irgendwie was in einem Magazin gelesen, in der Kids Zone oder so ein Quatsch, dass er da zu Team Rocket gehört und in Wirklichkeit stimmt das gar nicht? Oder ist vielleicht... irgendwie anders, habe ich das gehört. Könnte ja gut sein, dass es tatsächlich so ist, weil hier auf der Insel, es hieß ja, dass er schon ewig auf dieser Insel lebt, dass er ein komischer Kauz ist und so ein Krempel. Und er hat einen Forscherkittel an und in der kaputten Villa wurde auch geforscht und Mewtwo geklont. Da stehe ich jetzt rein. Krass, also wenn man den Fragezeichen öffnen nicht hat, kommt man da wirklich nicht rein. Aber den brauche ich nicht mehr, weil ich brauche da auch nicht mehr reingehen. Schon krass, dass man da nicht mehr reinkommt. Also ich kann mir vorstellen, dass Pyro dann doch irgendwie zu Team Rocket gehört, dass er irgendwie ein ehemaliger Forscher war oder so ein Krempel. Das wurde, glaube ich, wird im ganzen Spiel nicht bestätigt. Wo ich das dann her habe als Kind, das verstehe ich nicht wirklich. Hallo, ich gehe hier so, frage dich hier von der Richtung aus. Ich nehme an einen Triathlon teil. Also wie gesagt, ich habe hier schon ein paar Trainer besiegt gehabt und dann ist mir das Spiel, die Konsole abgestürzt. Schwimmer, setz Sternu ein. Das wird ziemlich einfach, einfach Donnerblitz. Und dann, fing ich hier an, ein bisschen darüber nachzudenken, was meine ersten RPGs waren. Denn hier kommt ein Twist. Also es ist kein Twist, aber als Kind hat es mir einfach das Gehirn weggeschossen, kann man sagen. Schnauf. Weil spielt das Spiel, geht immer weiter und weiter, genieße die Sonne und den Wind. Also man geht weiter und weiter und spielt das Spiel, wird immer besser und geht weiter und weiter und weiter und dann kommt man an Alabastia wieder raus. Ich weiß, ich nehme es gerade vorweg, weil wir schwimmen gerade nach Alabastia. Das hat als Kind mich so weggefetzt, weil ich nicht viele RPGs vorher gespielt habe. Um genau zu sein, 2. Die meisten Spiele, die ich gespielt habe, waren levelstrukturiert und man ist nie irgendwie zurückgekommen, wo man gestartet ist. Die zwei RPGs, die ich vorher gespielt habe, das erste, was ich jemals gespielt habe, war Mystic Quest Legends, was ich hier auf dem Kanal auch gespielt habe.
Was ein sehr simples RPG ist, so simpel, dass, also halt Square Enix oder Squaresoft besser gesagt damals hat gedacht, die dummen Westler, also sowohl Nordamerika oder nur die USA und halt aber auch Europa, die sind so dumm. Die können kein RPG spielen, deswegen haben wir ein RPG gemacht für Kinder, das auch Erwachsene spielen müssen, weil die so dumm sind. Ups, ich habe verloren. Weil RPGs ja so schwer sind und das können normale Leute gar nicht spielen. Und wir Japaner haben Überbrains oder so, was die sich auch immer gedacht haben. Und dann haben die Mystic Quest Legends rausgebracht, was ein ziemlich sehr einfaches RPG ist. Und es hat nicht mal sowas wie eine offene Welt oder so, wie die meisten RPGs auch von Squaresoft damals, sondern es hat... Ja, was hat es? Es hat so ein Level-Auswahl-Screen wie Super Mario World, wo du, sobald du ein Level geschafft hast, das nächste auswählen kannst. Ich habe alle meine Pokémon auf See gefangen. Zwar musst du zwar ab und zu mal in Level zurückgehen, wo du schon warst, wegen Story, aber das ist selten. Und wie gesagt, über diesen Auswahlscreen. Und das andere RPG, was ich gespielt habe jemals, war, also bevor ich Pokémon gespielt habe, war Secret of Mana. Das hat überlebt. Was halbwegs, sage ich mal, eine offene Welt hat. Du läufst zwar also eine ganze Weile ziemlich in der Gegend rum, am Stück, aber irgendwann kommst du an Orte halt nur dran, indem du mit Flämmchen heißt das Vieh, glaube ich. Oh ja, ich bin untergegangen. Also mit dem Drachen dann fliegen musst, um an gewisse Orte zu kommen. Und das ist ja auch irgendwie alles dumm. Also, weiß mir Gesellschaft, ist etwas anbeißt. Also das haben die auch, glaube ich, nur gemacht, weil die Cartridge zu klein war. Die haben von Nintendo eine größere Cartridge versprochen bekommen und dann haben die eine kleine bekommen, also mit weniger Speicherplatz. Musste das Spiel halbieren, also sehr viel Content cutten und aber auch dann, glaube ich, dann die zusammenhängende Welt musste, glaube ich, da auch drunter leiden. Also und dann, als ich Pokémon gespielt habe, 2099 wollte ich sagen, 1999. Und ich dann hier die Zinnoberinsel gemacht habe und dann Richtung Norden geschwommen bin und dann in Alabastia rauskam, weil ich weiß, wie gesagt, ich nehme es vorweg. Das hat mein kleines 10-jähriges Gehirn ein bisschen kaputt gemacht. Wie gesagt, die meisten, naja, wenigstens ist etwas Zeit vergangen. Die meisten Spiele, die ich da gespielt habe, waren sehr levelbasiert. Hey, du verjagst die Fische oder sind halt von A nach B, nach C, nach D und so weiter gegangen, aber man ist nie wieder nach A gegangen. Also war zwar irgendwie, die Spiele waren vielleicht zusammenhängend, aber man ist nie zurückgegangen. Das fand ich als Kind schon krass, dass man irgendwann wieder am Anfang ankommt, obwohl man so weit ist. Und dass dann die Arena in Vertania City, die man fast vergessen hat als Kind da, dass die plötzlich eine Arena-Leiter hat und offen ist und so. Also ich weiß, ich nehme es gerade vorweg, aber hey, wer das hier guckt, der weiß sowieso Bescheid. Außer ich habe gerade jemanden hart gespoilert. Entschuldigung, ich wollte nicht so barsch sein. Ja, auf jeden Fall hat mich das so ein bisschen überrascht als Kind, sage ich mal. Als ich aber komisch finde, dass ich wirklich erst durch Pokémon so langsam dann dahin ging, RPGs zu spielen. Ah, das war unnötig. Weil es ist nur Level 15. Das hätten wir auch mit dem Surfer machen können, weil Ultima nicht mehr so viele AP hat für irgendwas. Ich hab, um ehrlich zu sein, als Kind und Jugendlicher gedacht, ich bin RPG-Typ.
Aber jetzt, wenn ich mal so überlege, so viele RPGs habe ich vor dem Kanal hier gar nicht gespielt. Weil es ist Final Fantasy. Und dann auch nicht alle, und dann auch nicht alle durch, die ich gespielt habe. Das ist komisch, dass ich mich als RPG-Typ angesehen habe. Also, mir liegen auch RPGs, ich mag RPGs und so, aber vor allem japanische. Aber so viele habe ich nie gespielt. Das Blöde ist, ich habe so sehr viel quer eingespielt, also einfach alle Genres, die es so gab, dass es nie so eins gab, das so rausstach. Außer RPGs, die wollte ich halt immer wieder spielen, aber kam irgendwie nie dazu. Aber das ändert sich ja mit diesem Kanal so ein bisschen. Ich werde immer mehr RPG spielen. Und irgendwann habe ich ja auch alle Final Fantasies durch. Und dann wird da mehr Platz sein für andere RPGs. Die Seele, reine Körper und Seele. Aber das Ding ist mit RPGs in Deutschland ist so, dass sehr viele Hardcore-RPGs, sage ich mal, die so ein bisschen mehr nischig sind, die zwar auch eine große Audience haben, aber dann doch eher so ein bisschen nischig sind, weil Hardcore-RPG spielt halt nicht jeder. Sowas wie Shin Megami Tensei, Persona. Persona hat zwar so eine große Fanbase, aber trotzdem, oder halt, keine Ahnung, auch Disgaea. Disgaea heißt das ja, nicht Disgaea. Disgaea. Was gibt es noch? Die ganzen Neptuna? Diese komischen Anime-RPGs, wo Spielekonsolen Anime-Mädchen sind oder sowas. Und so ein Zeug. Die sind halt alle ähnlich. Oder Üs. Oder wie das ausgesprochen wird, dieses Y. Apostroph heißt das, glaube ich. Das heißt Apostroph, dieser Strich oben. Nach einem Wort. Üs heißt das, glaube ich, diese Reihe. Y-Apostroph S. Stört es nicht, dass ich hier schwimme? Nö, eigentlich gar nicht. Hier ist übrigens der Ort, also gegen den vorigen Trainer, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, mit dem vorigen Trainer ist das Spiel, also die Konsole abgestürzt eben. Also das sind halt alles so RPGs, die sind halt nicht in Deutsch übersetzt, sondern einfach in Englisch gelassen, weil so viel Text und so, und das lohnt sich nicht, weil nischig und so. Außerdem sind das auch meistens nicht AAA-Sachen, wo auch dann auch das Budget so ein bisschen da nicht gerade das größte ist. Ich mach mal einen Blizzard, aber zu gucken, ob Wasser-Pokémon... Okay. Wasser-Pokémon... Vielleicht sollte ich das nicht bei einem Tentacher machen. Das wickeln kann. Da benutze ich über Donnerblitz, um einfach das Tentacher wegzumachen. Aber ich mach mal gucken, ob Wasser-Pokémon schwach gegen Eis ist. Nur zum Gucken, hoffentlich levelst du jetzt, weil dann würde ich das Pokémon zum Trainieren wechseln. Ja gut, weil du hast auch keine AP mehr für Dingens. Wir wechseln dich zu... Eigentlich müsste Toxicus weiter trainiert werden, aber ich mache One Mon Army. Erstmal die Schwächeren trainieren, auch wenn Toxicus schon fast Level 45 ist. Rasierblatt. Also das ist wirklich doof, wenn du Spiele in Deutsch immer Let's Playen willst, was ich immer gemacht habe. Außer ich habe mal eine Zeit lang gestreamt, 2016, und da dachte ich, ich spiele einfach mal Rogue Legacy, und dann habe ich gemerkt, dass es ganz schön deutsch ist, und dann musste ich es auf der Stelle übersetzen, und boah, meine Fresse, ich kann mir die ganzen VODs, also VODs von damals gar nicht mehr angucken,
wie scheiße ich bin. Also ich kann nicht Sachen direkt übersetzen, also hier direkt auf der Stelle. Ich meine, ich kann Englisch lesen oder hören und ich verstehe es. Aber es direkt ins Deutsche wiederzugeben, Alter. Also Props an jeden Übersetzer. Das war unter der Gürtellinie. Also vor allem, da ich auch manchmal einfach Denglisch benutze oder einfach wirklich englische Worte im Deutschen, entweder Worte aus dem Englischen eindeutsche oder ich habe einen guten Fang gemacht. Möchtest du ihn sehen? Wahrscheinlich Karpados. Ach kacke, ich habe Garados da vorne. Ja, es sind wahrscheinlich nur Karpados. Level was? Okay, ich mach trotzdem One One Army da vorne, weil der trainiert werden muss. Ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall, ich will halt ich mache mir mega Sorge, damit wir einfach geheilt werden. Ich will halt meine Let's Plays alle in Deutsch halten. Ja, genau, Work Legacy. Weil ich das nicht instant übersetzen kann und ich möchte das auch nicht alles auf Englisch vorlesen. Kann ich, aber will ich nicht. Und das ist halt das Problem. Es gibt halt wenig RPGs. Also es sind halt wirklich so AAA-Sachen oder einfach was von Square Enix. Weil die übersetzen mittlerweile alles auf Deutsch. Ich meine, die sind ja so weit schon gegangen, dass die zwei Final Fantasies, zwei AAA-Final Fantasies, nämlich Final Fantasy 15 und 7 Remake, einfach komplett in Deutsch synchronisiert haben lassen. Ich meine, was zur Hölle? Damit habe ich nie, also damals, als ich Final Fantasy 8 das erste Mal gespielt habe, also auch mein erstes Final Fantasy, habe ich nie gedacht, dass wir das irgendwie mal, dass wir jemals irgendwie Final Fantasy mit deutscher Sprachausgabe bekommen. Vor allem, da damals Spiele mit Sprachausgabe sowieso irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit war gedacht. Aber dann noch mit deutscher Sprachausgabe und dann noch einer guten. Also hätte ich nie gedacht, aber halt. Sehr viele RPGs sind halt so nischig noch, dass sie halt sogar der einfach der komplette Text nicht übersetzt wurde. Weil zu viel Text und dann einfach kein Budget für es in die deutsche Sprache zu übersetzen. Meistens wird es halt gar nicht übersetzt, außer ins halt. Wenn es ein japanisches Spiel ist, dann wird es halt ins Englische übersetzt. Vielleicht noch dann Koreanisch oder Chinesisch oder irgendwie sowas. Aber das war's dann auch. Was voll schade ist. Ich meine, ich könnte die Spiele spielen und so. Für mich persönlich wäre das jetzt nicht so ein Problem, aber ich will die halt auf Deutsch let's playen. Nein, Karpador. Und das ist halt wirklich doof. Hier, Toxicus, another One-One Army. Weil wir das direkt dann sortiert haben. Möchtest du wissen, ob die Fische beißen? Also ich finde es wirklich schade, dass die meisten RPGs halt wirklich nicht übersetzt sind. Ich weiß auch nicht, was ich mache, wenn ich irgendwann so weit bin, dass ich sehr viele RPGs gespielt habe oder so, also zumindest alle, die ich spielen wollte. Und man keins mehr habe, das irgendwie eine deutsche Übersetzung hat. Ich bin ja froh, dass Shin Megami Tensei 3, das Remaster, das steht auf jeden Fall bei Steam, auf der Steam-Seite, dass es deutsche Texte hat. Das hätten sie nicht machen müssen, aber ich glaube, scheiße, wer ist? Atlus, ne? Oder Atlus, oder wie das ausgesprochen wird. Atlus ist, glaube ich, der Publisher und Entwickler von Shin Megami Tensei und Persona, und die haben ja Persona 5 auch nicht ins Deutsche übersetzt, aber Persona 5 Royal. Aber die haben sich dann gedacht bei Shin Megami Tensei, ich find's halt gut. Also jetzt, ich find's halt gut, ich habe den Satz abgebrochen, den ich vorher angefangen habe. Ich find's halt gut, dass sie jetzt dazu übergegangen sind, ihre RPGs einfach zu übersetzen ins Deutsche. Weil sie haben gemerkt, in Deutschland gibt es ja auch RPG-Fans. Und auch nicht mal zu wenig. Ich
glaube, neben Japan ist, glaube ich, Deutschland so das zweitgrößte RPG-Land. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich weiß es nicht. Amerika könnte man jetzt sagen, ja, da sind auch sehr viele RPG-Fans. Ja, weil Amerika irgendwie das größte Land der Welt ist, also mit von den Einwohnern. Ist ja nicht schwer. Mist. Ist das nicht schwer, aber die meisten in Amerika sind halt Shooter-Fans. Es war ein bisschen Klischee, weil Amis mögen Knarren. McDonald's, yay, America, peng, peng. Und so, aber... aber... ich muss über meine eigene Scheiße lachen. Aber ist halt so, in Amerika mögen die meisten halt Shooter. In Deutschland mögen auch sehr viele Shooter. Aber es mögen auch sehr viele Leute RPGs. In Deutschland. Aber in Amerika auch, so ist das ja nicht. Wir sind, glaube ich, so langsam, aber sicher da, wo wir ankommen wollten. Das war wirklich mega Klischee, aber das sollte auch Klischee sein, was ich gerade gemacht habe. Weil das sollte halt ein sehr starkes Stereotyp darstellen. Okay, ich hätte Rasierblatt einsetzen sollen, weil Pflanzenattacken ja nicht stark gegen Tacher sind, da es auch ein Gift-Pokémon ist. Aber wieso auch immer die ganze Zeit Rasierblatt auch gewirkt hat gegen die Tentachas. Wahrscheinlich, weil die alle ein bisschen niedrigeres Level hatten als 30. Aber dass es hier nur Tentachas gibt, ne, das ist auch irgendwie eine Frechheit. Und nicht irgendwie was Interessantes. Okay, hier gibt's, ist wieder eine neue Route. Heißt, wir machen 5 Kämpfe. Fangen, wenn wir was wollen. Aber, okay, Level 21 Radfratz, was will ich damit? Ich mache mal mega Sorge, damit es einfach geheilt ist. Das One-Mon-Army. Oder One-Mon-Army. Nicht das One-Mon-Army, sondern einfach One-Mon-Army. Ich weiß nicht, wie ich hier das schneiden werde, weil ich die ganze Zeit von einem Thema rede. Aber ich finde es einfach scheiße, dass es zu wenig RPG, also dass es immer weniger. Es wird immer mehr RPGs, die ins Deutsche übersetzt werden. Vor allem auch Indie-Spiele werden halt viel öfter jetzt ins Deutsche übersetzt. Zwar ohne Sprachausgabe, also Indie-Spiele allgemein haben nicht sehr viel Sprachausgabe. Aber ich meine, ja, da reicht nicht der Schneider wahrscheinlich. Ich meine, so allgemein werden nicht so viele Spiele mit deutscher Sprache, vor allem RPGs, nicht in deutscher Sprachausgabe, also rausgebracht. Aber dass immer mehr Spiele, auch RPGs vor allem, halt ins Deutsche übersetzt werden, ist cool. Aber es könnte mehr sein. Vor allem die alten wäre immer nett, wenn die auch übersetzt wären. Halt, Square Enix bringt ja hier zum Beispiel, also bringen immer alte Spiele wieder raus, wie Legend of Mana oder auch Trials of Mana vor ein paar Jahren. Oder auch, dieses Romancing Saga oder wie das heißt. Und das wird auch, zum Beispiel Legend of Mana kam nie in Deutschland raus. Kriegt deutsche Texte. Trials of Mana kam nie in Deutschland raus, hat deutsche Texte. Also ich meine jetzt nicht das Remake Trials of Mana, sondern das Original, was in der Mana Collection war, das hat deutsche Texte bekommen. Und das Remake sowieso. Neue Spiele kriegen von Square Enix immer deutsche Texte. Egal, ob das ein RPG ist oder nicht. Da mag ich Square Enix sehr. Leider haben das letzte Jahrzehnt, vielleicht sogar das vorletzte Jahrzehnt auch, mit RPGs ganz schön in die Kacke gegriffen. Will ich dich fangen? Ich hab keinen Tangela, ne? Wäre schön. Wenn ich da eins fangen würde. Also. Square Enix ist da schon gut dabei mit den Übersetzungen, aber wie gesagt, deren RPGs waren jetzt alle nicht so geil. Sogar, das... Ich habe keine
Überbälle gekauft und keine Tränke. Was ich kaufen wollte, also auch gekauft habe, jetzt muss ich dich leider besiegen, in der Aufnahme, wo die Konsole abgeschmiert ist. Aber hier in dieser Aufnahme habe ich es nicht gemacht. Ich muss ja nochmal neu anfangen, weil auch der Spielstand flöten gegangen ist. Ich mache mal die Megasorge, damit wir ein bisschen geheilt werden, auch wenn es wahrscheinlich nicht komplett besiegt. Wow. Aber ich wollte geheilt werden. Wirbelwind, ja gut. Wäre jetzt doof gewesen, weil dann wäre der Kampf vorbei. Aber ich wollte die ganzen 180 Erfahrungspunkte gerne haben. Okay, das waren 5 Kämpfe. Weiter geht's. Mit Surfer.